Guten Morgen! Eigentlich wollte ich heute zum Thema Klarträumen ein paar Informationen geben und auch meine Erfahrungen teilen. Aber meine Mutti hat mich gestern überrascht und mir etwas mitgebracht. Eine vegane Stolle bzw. eine halbe vegane Stolle noch. Man muss dazu sagen, dass mein Vater Bäcker ist und zu Weihnachten er immer für gefühlt ja eigentlich alle Menschen der Stadt und drüber hinaus ja seine Stollen bäckt und das immer so Tradition ist. Die sind wirklich der absolute Hammer und ich weiß, jeder behauptet von seiner Stolle oder die deren Eltern, das sind die absolut, das ist der absolute Hammer und sowas. Aber diese Stolle ist echt der Ultrahammer. Du denkst, du beißt in einen saftigen Kuchen und nicht in eine brotartige Masse, wie das bei den meisten Stollen der Fall ist. Eine Stolle von ihm hat so zwischen 53.000 und 68.000 Kalorien, aber die sind einfach genial. Jedenfalls war nun der erste Advent und da habe ich letztes Jahr dann noch meine Stolle bekommen, wie ich jedes Jahr. Am 4.12. war ich ja letztes Jahr erst vegan geworden und der erste Advent war davor und habe ich meine Stolle bekommen. Und ja, diesmal habe ich natürlich gesagt, dass ich erstmalig nach knapp 40 Jahren keine Stolle bekommen möchte. Und was soll ich sagen? Meine Mutti hat mir dann eben diese Stolle besorgt. Eine vegane Stolle. Und so ist die Weihnachtszeit dann eben doch Stollenzeit für mich. Ich habe auch schon die ersten Stücke gegessen und sie schmeckt wirklich gut, auch wenn sie natürlich eher wie eine typische Stolle schmeckt und nicht dieses Kunstwerk, wie von meinem Papa darstellt. Aber sie schmeckt wirklich gut. Sie ist von der Kekserei, wem das was sagt. Aber viel mehr als über die Stolle habe ich mich natürlich über meine Mutti gefreut und dass sie an mich gedacht hat. Und ja, entsprechend möchte ich heute dieses Video einmal nutzen, um mit aller Ausführlichkeit allen Muttis dieser Welt Respekt zu zollen. Angefangen von den unglaublichen Veränderungen im Körper über das Ertragen der geistigen Irrungen und Wirrungen während einer Schwangerschaft bis zu den Schmerzen der Geburt ist schon der erste Schritt, bis das Kind überhaupt zur Welt kommt, mit so viel natürlicher Aufopferung und Hingabe verbunden, dass ich es unfassbar finde, was Frauen in dieser Zeit ertragen können. Auch die bedingungslose Mutterliebe, die dann folgt, die, wenn sie sich natürlich entfalten kann, das heißt die Frau einen guten, gesunden Zugang zu ihrer Natur hat, die ist einfach so grenzenlos, so unfassbar grenzenlos, wie das Universum. Egal wie wenig Geld zur Verfügung steht, eine liebende Mutter verzichtet instinktiv auf alles, was ihre Bedürfnisse angeht, nur um ihrem Kind ja, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Mütter sind für mich die Helden der Menschheit. Auch für mich persönlich natürlich. Egal was für eine Scheiße ich gemacht habe und welchen Furz ich im Kopf hatte. Und in meinem Kopf hat es so gewaltig von Furzen gestunken wie in kaum einen anderen Kopf. Und es stinkt immer noch. Aber meine Mutter hat immer zu mir gehalten und mich einfach machen lassen. Und hält auch heute noch zu mir. Das ist so wichtig für meine Entwicklung. Das ist unfassbar. Ich kann da ganz ohne Übertreibung sagen, dass ich keinen Menschen kenne, der glücklicher als ich lebt und keinen Menschen, der so zufrieden mit seinem Leben ist. Obwohl ich genau wie alle anderen auch ernsthafte Probleme hatte bezüglich Gesundheit, Liebe, Beruf und so weiter. Ich habe einfach so eine grundsolide Basis durch eben eine bedingungslose Mutterliebe erhalten. Dass ich wahrscheinlich auch, ja, auch deshalb alle Frauen per se liebe, weil sie potenzielle Mütter sind. Ohne Frauen ist die Welt für mich nicht lebenswert. Ich mag auch gerne mit meinen männlichen Freunden abhängen oder mich mal problemorientiert mit Männern in kleinen Winzigkeiten verlieren und mich dann reinarbeiten und ganz logisch und sachlich Situationen aufdröseln. Aber darauf könnte ich notfalls verzichten. Auf den wohligen Gang einer Frau, die unendliche Gefühlswelt und Empathie eines derart harmonischen Lebewesens, welches dazu noch über einen weichen, anschmiegsamen Körper verfügt und eben diese natürliche Liebe ausstrahlt, darauf könnte ich niemals verzichten. Klar, man reibt sich geistig auch häufig mal an Frauen auf, weil die eben nicht auf die Weise denken können wie Männer und ja, entsprechend man schier verzweifelt, wenn man einen klaren Zusammenhang einfach nicht in diesen liebevollen Schädel der Frau reinwanzen kann. Aber naja, dafür kann man ja andere Dinge reinwanzen.
Ich kann nur sagen, kein Tier, kein Mann und kein Lebewesen kann mich ästhetisch und gefühlsmäßig so in den Bann nehmen wie eine Frau. Ich bin Wachs in den Händen einer Frau, die weiß, wie sie mich zu nehmen hat. Ein willenloser Sklave, sexuell wie im realen Leben. Ich habe nichts, was ich dieser unendlichen Schönheit und Anmut irgendwie entgegenstellen würde. Die Frau ist einfach das perfekte Lebewesen, die pure Schönheit und die grenzenlose Liebe. Aber natürlich nur dann, wenn sie nicht versucht, sich mit Tonnen an beschissener Paste das Gesicht einzukleistern und sich wie so ein Clown anzumalen. Sondern wenn sie von mir aus mal ein paar Akzente setzt und die körperlichen Proportionen auch gerne mit einem leicht erhöhten Schuhwerk in Szene setzt. Das ist alles im Rahmen. Aber die Frau lebt eben nicht von dieser aufgesetzten Schönheit. Das ist das, was die Menschen über die letzten Jahrhunderte in ihr Denken auch integriert haben. Und auch leider die Frauen. Frauen sind schön, aber diese Schönheit ist einfach eine reine, perfekte, grenzenlose Liebe, die von innen heraus strahlt. Das ist der Kern. Und ich kann nur jede Frau dazu aufrufen, getraut euch Frau zu sein, seid liebevoll und nehmt euch die Zeit, um in euch diese Harmonie zu finden, die ihr für ein glückliches Leben braucht. Ein Mann kann viel besser mit einer Disharmonie auf der Arbeit umgehen und zerbricht daran nicht so schnell wie zum Beispiel jetzt die Frauen. Aber ihr Frauen, ihr seid der Quell der menschlichen Wärme, der Harmonie und der Liebe, die die Menschen zusammenhält. Wenn von heute auf morgen nur noch Frauen an der Macht wären, wären wir sicherlich nicht so produktiv und würden nicht so schnell in der Technologie voranschreiten. Aber die Erde, also unser Planet, würde viel weniger Kriege haben und auch viel weniger Leid hervorbringen, als sie das derzeit tut. Und natürlich gibt es Frauen wie Männer, die aus diesem grundsätzlichen Weltbild irgendwo herausfallen. Aber die meisten Frauen, die ich kenne, die sind einfach nur wundervoll. Ich könnte Frauen stundenlang beobachten, wie sich ihre Lippen bewegen und ihr Körper sanft hin und her bewegt. Und wie sie eine Aura von Wärme und Geborgenheit ausstrahlen. Beobachtet mal, wenn eine Frau wirklich anmutig irgendwo tanzt, wie die Männer einfach nur wie irgendwelche Ölgötzen rumstehen, die Münder offen sind und im Geiste wirklich die absolute Leere herrscht. Und das ist das, was man ja anstreben sollte. Das ist pure Meditation, das ist pures Bewusstsein, das ist pure Präsenz. Scheiß auf Buddha, scheiß auf Allah, Gabriele, Jesus, einfach nur eine tanzende Frau. Göttlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, das muss unbedingt mal raus. Und ich kann nur jede Frau dazu ermuntern. Seid Frau, bleibt Frau und entfaltet euch diese Gefühlswelt, entfaltet das in euch. Auch wenn es in der heutigen Zeit eher oftmals eine Bürde ist als ein Segen. Aber diese natürliche, universelle Liebe, man sagt ja auch Mutter Erde, ist einfach so viel größer und mächtiger als irgendeine scheiß Atombombe oder das größte Wirtschaftsunternehmen der Welt. Und selbst wenn wir irgendwann diesen Planeten weggebombt haben, eure Liebe und eure Wärme, die wird noch Jahrtausende im Universum strahlen. Ich liebe Frauen und ich bin süchtig nach ihnen. Ich muss mir jetzt erstmal eine Frau suchen und wir sehen uns dann morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.